Du bist in Position, deine Mutter ist auch in Position. Ich sag's Maul, Mann. Also ich hab mich nicht so drüber aufgeregt. Nur mal mit dem Metroid. Boah. Hält er mal sein Maul oder muss man die Toilette? Ich hab nie so ein scheiß Sam Fischer Spiel gespielt, also halt's Maul. Wo ist denn das Kackding zum Einsatz? Ja, frag ich mich auch gerade, kommt irgendwie ganz schön. Was hat aufgehört? Hier, ich hab's. Alter, in dem Haus verirrst du dich hier. Es ist dein gleiches Haus. Wo ist denn? Hier ist Lydia. Was? Aber das rote Lama ist krank, schade. Das Wetter ist gut, aber das rote Lama ist krank. Das was? Das rote Lama, krank. Das rote Lama, krank. Das Lama, du weißt, was ich meine. Das mit dem Namen Antonio. Es Madre de Dios, nein. Klartex. No, Mädchen, mit zwei Maul. Nein, du bist nicht sicher, Lydia. Hey, echt? Der redet immer weiter. Ja, ich muss die Stelle finden, wenn er weiß, wie ich die Folge nennen werde. Nein! Geh ohne mich weiter, ich kann das nicht mehr. Hier sind Stimmen in meinem Kopf, die hören nicht mehr auf zu reden. Stell dir vor, du bist morgen auf der Arbeit. Sagst du so, no man. No man. Und also aufs Handy die ganze Zeit. Du wahrscheinlich. Genau so, ganz in WhatsApp. No man. Die Drohne. Wo ich finden? Irgendwo mache ich das auch. Ne? Das war ernsthaft, hör auf. Ich halte das nicht aus. Die Drohne tut's nicht, sie wird gestört. Weißt du, ich mache jetzt Kamikaze. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Bleib weg von mir, ja. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ja. Bringt dir doch gar nichts. Ich halte dieses scheiß Ding nicht mal das aus. Das kommt doch immer wieder. Ich kenn das, ich hatte das letzte Mal auch. So, 6C4 wird mir reichen. Leb wohl! Jetzt, wenn ich tot bin, kann er mich nicht mehr anrufen. Gott verdammt! Jetzt sag doch! Nein! Das hört doch nicht auf! Was soll der Kack? Wenn wir beide sterben vielleicht? Nein! Ich hatte das Problem zur Zeit nicht. Weiß, ich kann das gleich ändern, ja? Kevin? Jetzt habe ich noch einen Gegner mehr! Schickst die ganze Zeit dieses Spongebob. Kevin? Hi Kevin! Boah! Scheiße, vor allem schlecht, ich will die alle töten. Warum kann ich ja nicht durchschießen, weil das doch nervig. Hast du denn gemacht? Ja, weil man da nicht durchschießen kann, das ist so nervig. Ja. Hoffentlich kommen jetzt alle hier raus. Junge. Ich hab mich jetzt nicht so aufgeregt darüber. Komm alle hier raus, wie geil. Das heißt, wir werden noch die nächste halbe Stunde hören, oder was? Oder die nächste Stunde. Die nächsten 10 Parts bei mir die ganze Zeit, Nomad. Ich kenn dich doch, du nimmst eh lieber deine Sicht. Warum? Nein, mein Scherz. Das war gerade interessant, also okay, irgendwann habe ich keinen Bock mehr, dann war ich erst so halb. Nomad, hier Metroid. Muss in Deckung! Meine Position. Hier meine Koordinaten. Explodiere! Kevin, bin in Position. Kevin, hier Dennis. Bin in Position. Hier meine Koordinaten. Wir sollten uns beeilen, bevor ihr alles vor Unidad wimmelt. Kevin, hier Dennis. Bin in Position. Hier meine Koordinaten.
Da fahre ich auch auf. Ich hab das Ding. War noch mehr oder war nur das hier? War nur das hier, ne? Kevin, na, weiß ich nicht. Guck mal. Hinter dir. Ich renn raus! Halt doch einfach mal die Klappe, Junge. Du hast auch keine Freunde, oder? Haben wieder eiskalt, aber... Wenigstens muss ich ihn jetzt nicht behören. Soll ich dich wiederbeleben? Ja. Nee, weißt du, lass mich liegen. Das wird ein bisschen problematisch, wenn ihr so viele Gegner genau gleichzeitig alle in diesen einen... Ja, töte dich erstmal. Ja, das sind ja die ganze Zeit Gegner hier. Ich weiß, Drohne geht auch nicht. Kann ich mir was Wasser einschenken, Moment. Was machen Sachen? Der hat gerade selber explodiert. Okay. Es gibt nichts Besseres als Wasser mit Gas. Doch, kein Wasser. Hä? Was? Kein Wasser. Nee, Wasser ist Leben. Wasser trinkst du immer, Wasser. Belebt mich wieder. Ich habe hier voll den Mega-Kampf. Jetzt kommst du zurück. Aktuell nicht. Nee. Nö, ich höre gerade nichts. Granate fliegt. Nehmt das. Fragt sich für wie lange. So. Ich hab ein Heli bestellt. Ne? Ah, da kannst du mich abholen. Ja. Kann ich machen. Ich höre nichts, oh mein Gott. Ich die Wohltat. Ah, wollen als nächstes dahin und jetzt soll ich. Also Unidad, ihr müsst da schon was machen. Toxi ist da. Hallo. Kevin, bin in Position. Hier sind deine Koordinaten. Hier ist mein Helilopter. Ja, was hast du gegen Wasser? Du trinkst das doch immer. Ich? Ja, du trinkst immer Wasser. Ja, nur im Training. Scheiße. Nein, du trinkst immer Wasser. Egal was du trinkst, hast immer Wasser dabei. Kunstzutat jedes Getränks ist Wasser. Ja, aber halt pur Wasser bringe ich nur noch beim Training eigentlich. Dabei ist das voll gesund. Ich weiß, schmeckt aber nicht. Der macht ja halt so Geschmacksdinger rein. Also Wasser mit Geschmack. Immer noch besser als dieses zuckerhaltige Zeug. Stimmt auch wieder. Wenigstens Zero-Getränke. Zero ist Süßstoff drin. Ja, aber das ist wenigstens besser für die Zähne. Aber Süßstoff ist genauso ungesund wie Zucker. Aber nicht für die Zähne. Warum für die Zähne? Dafür putzt man die Zähne. Ja, aber trotzdem ist das besser für die Zähne. Denkt doch einer mal an die Zähne. Was sagt die Aufklärung? Zweites Ziel da drüben. Drittes Ziel. Ach gut, dass es aufgehört hat. Oh mein Gott. Was war das denn, Kevin? Was denn? Ich hab ihn getroffen. Aber der Sniper ist alarmiert und ich krieg den von ihm nicht. Posito, tot. Die reden da immer so ein Quatsch. Und das macht drei. Huh! Da kracht er gerade so. Hi. Hi, Kevin. Hi. Hi, Kevin. Wie jeden ersten Samstag im Monat. Das stimmt. Ziemlich nervig. Vor allem, wenn man gerade aufnehmen will. Man vergisst, dass es der erste Samstag im Monat ist. Nimmt auf. Ja. Wir haben ja gar kein Fahrzeug, ne? Nee.
Tschüss, Heli. Wenn es bei mir um Fahrzeuge geht, habe ich keinen Spaß mehr. Stimmt. Nee, ich hab Fahrzeug. Hat der Granate eiskalt geworfen, Junge. Direkt auf dein Fahrzeug. Doofe Idee. Warte! Ja, steig ein! Schnell! Ich werd angeschossen! Ich bin tot. Fahr doch einfach! Okay. Ich kann nicht fahren, wenn ich tot bin! Das stimmt. Ich glaube, der hat einen Bug erkannt, der Kevin. Warum kann er nicht fahren, wenn er tot ist? Das macht doch keinen Sinn. Macht schon Sinn. Zombies könnten auch fahren, wenn sie tot sind. Ja, Ziegen auch. Warum Ziegen? Kennst doch, wie heißen diese... Goat Simulator oder so, ne? Nein. Was? Kennst du den Goat Simulator? Doch, aber da fährt kein Auto. Theoretisch kannst du alles mit Ziegen machen. Nein, diese Filme, die im Zeichen, den Zeichenstil da, ASDF oder wie die da heißen da. Ja. Die haben mich für verrückt gehalten, aber ich habe trotzdem einem Schaf oder einer Ziege das Fahren beigebracht. Dann siehst du wieder Ziegenfette. Nein, Ziege, nein! War das ein Pferd? Ich weiß es nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Es war, glaube ich, eine Ziege oder eine Kuh oder so irgendwas. Ich glaube, Ziege war das. Oder Esel. Ist alles das Gleiche. Hat vier Beine und komischen Kopf, fertig. Lasst euch nicht sehen. Lasst euch nicht sehen. Warum sagt das? Die haben auch Gefühle, hallo? Ach, dann sind wir dran schuld, dass über 50% aller Tiere tot sind. Das stimmt. Wir brauchen aber auch in den letzten 40 Jahren. Genau, wie Zweikämpfer. No man, you're mad dog. Ich fliege. Dennis? Ja? No man, you're mad dog. Denk. Dennis hat Fahrzeuge, warum bitten wir Dennis darum, was? Dennis hat Fahrzeuge. Ja, hätte er wohl gerne, ne? Hey, Kevin. Ja. Warum siehst du so aus wie ich? Keine Ahnung. Von der Kleidung. Ich habe zufällig gemacht. Oh, hier ist eine... Ach man, diese Einzelherausforderung will ich gar nicht sehen. Ich will... Okay. Kevin, wir möchten da hinfliegen. Kevin! 300 Meter Fußmarsch noch vor mir. Ich bin schneller da. Bin tot. Ich wusste gar nicht, dass das so eine mega Clip auf einmal wurde. Ich hätte rechts vorbeirennen können, wäre unten auf dem Boden gewesen. Nein! Natürlich nicht. Warum soll das eine Klippe sein? So ein Scheiß. Kevin? Moment hat kleben. Ach scheiße! Falsche Drohne! Ja, wenn man es einmal braucht, ne? Einmal im Leben braucht man eine andere Drohne, und zwar die medizinische, danke. Nomad, hier Mad-Dog, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe, meine Kacke. Meine Kacke. Riech mal. Boah, was ist das? Meine Kacke. Man kann es nicht markieren. Jetzt kann ich... Sieht ordentlich frankiert aus. Jetzt können es sich die Rebellen abholen. Ich hoffe, die nutzen das. Was ich hoffe, die nutzen das. Wäre schade, wenn das alles umsonst war. Kevin, ich hoffe, die nutzen das. So ein Psycho. Wenn ich jetzt die Heli kaputt mache, ich könnte Probleme haben, runterzukommen. Jetzt mal ganz ehrlich, ich will jetzt ein paar Story-Sachen machen. Wir sind zwei Kingslayer-Dateien, die nehmen wir uns mit, dann nehmen wir uns dort den Fertigkeitspunkt mit und dann machen wir den Story-Einsatz da, ja? Wo hast du markiert? Unten. Was hast du getan? Jetzt komm doch runter! Was hast du getan? Ich komm da locker runter, aber du nicht. Ich will einfach besser kämpfen. Ist das möglich, ey? Tja, Kevin. Ich hab damit nicht gerechnet, weil, wie gesagt, wenn ich links daneben vorbeigerannt wäre, wäre ich ganz normal auf dem Boden weitergerannt. Ich hab damit nicht gerechnet, dass wir immer da die Felsen aufhören. Aber Felsen ist so scheiße, runtergefallen schon. Na gut, ist ja nichts Schlimmes. Jeder fällt mal hin und bricht sich dabei alle Beine und kann danach wieder weiterlaufen, nachdem eine magische Drohne in die Luft gegangen ist.
Mit grünem Spray. Mit grünem Spray. Rennst du hin? Ja, da zum Ziel. Du willst jetzt 3 Kilometer rennen. Wo hast denn dein Heli?